Willkommen zu Bomberman! Ihr seht richtig, diesmal mit drei Player. Wer ist der mysteriöse Dritte? Niemand weiß es. Hier ich weiß es. Ich auch. Hier oben Player 1 bin ich, Dr. S. Hi, das bin ich. Pichti. Ja, der Name muss ich schon dazu sagen, die sehen dich nicht. Und die sehen noch mein Bild. Das Frischfleisch und den Neuzugang hier. Thomas. Ein herzliches Ahoi. Ein herzliches Ahoi. Das ist der beste Seemannsgruß der Welt. So, Computer-Level, warte mal. Volle Pulle. Play auf. Echt? Ja. Wir sind Profis. Ihr! Bomberman ist nicht mein Ding. Wieso spielen wir nur Spiele, die ich nicht spielen kann? Wir spielen meistens Spiele, die du spielen kannst. Absoluten Lieblingsspiele. Das reicht jetzt. Ja, genau. Totales Kindheitstrauma von Bomberman. Kann ich mir vorstellen. Zum Glück hatte ich es damals nicht. Ich hatte Block! Ich hätte so. Contra 3. Oh Gott! Der Arme! Okay. Tja, Bomberman, simples Spielprinzip. Simpler Levelaufbau. Funktioniert perfekt. Yep. In jeder Hinsicht ein absolut rundes, durchgehendes Spiel. Ja, leider nur Multiplayer. Bomberman im Singleplayer macht einen. Aber ich will das Item! Niemals. Er ist ganz gemein zu mir. Achso, oh. Jam! Okay, jetzt sind wir das war knapp. Oh, scheiße. Okay, um nochmal klarzustellen, der Weiße bin ich. Schwarz bin ich. Ich bin rot. Und tot. Und ich hab getötet! Und Fichti ist in dem Spiel immer wie so ein Wahnsinniger, wie man sieht. Ich will die Items haben. Das sind meine Items. Ich sammle die. Ich hab die mir freigesprengt. Oh, keine Wunder, der Fichte ist der absolute Gearlord. Ich hab meine eigene Bombe wieder nicht gesehen. Ich bin so dumm. Ja, bist du. Ja. Und wer hat 5 waren es, ne? 3. Haben wir 3 oder 5 hin? Du hast nicht umgeschaltet, also 3. Naja. Also wer dann genug, genug von diesen goldenen Starten kriegt mit der Goldbombe und wird noch stärker. Oder. Also gewöhnt euch schon mal der goldene. Der schwarze oder der goldene Fichte. Das einzige Problem an der Sache, derjenige Spieler erlebt ein psychologisches Trauma und wird ein absolut bösartiger Mensch. Ja. Und von allen anderen gehasst gleichzeitig. Was vielleicht miteinander zusammenhängt, wenn man mal Psychologen fragen will. Ha! Oh! Wow! Und jo. Ja. Ich sehe den blauen Hund schon abkacken und warten, bis wir uns gegenseitig finden. Geh weg, Totenkopf. War noch nicht ganz da, wo ich's wollte. Oh, das wäre so geil gekommen! Ih, der kann Bomben werfen, der kann Bomben werfen. Thomas, hilf mir. Oh Gott! Ich kann ja Bomben treten. Oh Gott, ich dachte jetzt habe ich. Ja. Ich dachte so fest, ich muss Bomben nur dahin legen, wo. Items sind. Wo Items sind. das war jetzt ein Mutspiel, wer jetzt erst im Deck ist. So, wow! Thomas war so nett und hat den blauen gesprengt anscheinend. Ich dachte. Red mal ein bisschen auf die Bremse, Leute. In dem Spiel auf jeden Fall wichtig, Items einladen. Ja. Deswegen sterbe ich meistens. Ja, ich hatte ihn vorhin ja. Gier ist nicht die beste Lösung. Oh, nein! Yes. Nein! Der hat genau da eine Bombe in der Leben. Jeha! Ah! Ich glaube, ich muss mir mit dem Blauen verbinden. Viel Spaß. Der wird dir zuhören. Ist das ein Weibchen? Nein. Oh. Kurze Symbole drum, Rollschuhe, Verschnellern, Flammen, vergrößern die Sprengkraft, das Bombensymbol, und der Handschuh. Bäh! Und dann gibt's so ein anderes. Fuck! Cool. Einmal bitte Items für mich. What the fuck? Oh, meine. Der Totenkopf, ein fieser Effekt. Leider randommäßig, welcher rauskommt. Das ich hab vergessen, dass du mich da rausspringen kannst. ist gut, dass Thomas hier ist und mich erklärt, wie dieses Spiel funktioniert. Dann muss es ja machen. Oh, ich komme zurück. Wie schnell er jetzt ist. Und wenn man ein Item einsammelt. Die Sau! Oh, da wollte das wissen. Da war er zu unsicher. Da wollte das wissen. Also, oh. Das ist ein nicht vorhandener Mensch. Was ist das überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer mit dem Himmel steckt. Ist einfach einer von unseren Kumpels, der nicht ähnelt. Und der Namen. Zufällig kommen heißt. Zufällig kommen! Ja, da wird am Anfang. Ich kannte mal jemanden, der hieß Nass. Echt? Der war cool. Nein.
Du. Oh Gott, wie bist du da rausgekommen? Wenn ich gleichzeitig mit dir laufe. Ah! Bist du schon zu schnell, ja. Ich finde gut, wie ich den Blauen einfach beilaufen lasse und hoffe, dass er mich nicht umbringt. Es ist auch aufgefallen, dass manche Leute viele Gestände kriegen und der andere einfach mal mit nichts dasteht. Da hast du wohl ein Item nicht gehabt, was dir braucht. Oh Gott, der Blaue ist unsichtbar. Was machst du denn hier? Wow! Du verwirrst mich! Was? Verdammte Wasserstruktur! Was hast du gegen Jamaikaner? Okay. Mann. Ich sollte mit dem Rassismus aufhören. Das emotionale Actiongefühl ist viel stärker als in Call of Duty. Schaut auf Call of Duty, kauft euch Bomberman. Das neue Bomberman. Nein, genau dieses Bomberman, kein anderes. Bomberman 2. Bomberman Black Ops 2. Kramt eure Super Nintendos raus, kauft euch Bomberman 2. Oder auf Bomberman. Hm. Oder kauft euch gleich einen Super Nintendo. Oder emuliert sie wir. Psst. Offline, Steam Offline. Steam Offline Modus funktioniert bei dem Spiel auch nicht. Ich hab gerade gewonnen. Hm? Anscheinend. Indeed. Ja! Gut, mit der Runde abgeschlossen, jetzt geht's weiter. Mit dem echten Spiel. Ja! Zeiten wie diesen merkt man. Das Momente wenigstens. Okay. Zitat schon. Ich hasse dich, Thomas. Danke, Thomas. Schade, ich bin gerade ganz sympathisch. Realize that moments of fear. Oh, nein! Nein! Fick dich. Untergewissen! Von mir und ich wusste nicht, dass ich die B-Taste drückt. Die A-Taste ist ein original Super Nintendo. Die A-Taste, Mann. Das sind keine Xbox-Controller. Boah, der war schräg! Okay. Du kannst schräg werden bei dem Spiel? Richtig, du benutzt Cheatskips zu. Das ist like, Aimbot! Ich stand da in der Mitte. Ich hatte Glück, dass der da oben gerechnet wurde. Okay, der erste Sieger dieser Runde heißt Fichti. Wir können ja nach dem jetzt... Auf zum goldenen Roulette. Ich will nicht... Nicht die! Oh Gott sei Dank. Oh, für unseren guten Freund mit dem schlecht rasierten Bart. Fiji Petto. Wenn er euch sein Profil nicht... Dann geht die zweite Runde mit der Bombenwurffähigkeit. Nennt man das so? Keine Ahnung, am Start. Die Bombenwurffähigkeit, weil die Bombe ist... Siehst du, ich hab drei, wollen wir mehr? Machen wir noch ein Dreier. Aber wir bleiben in der Stage, weil alle am Stage Bullshit sind. Richtig. Da sind wir uns eigentlich nicht gut. Auf der Bombe mit zwei spielt nur eine Welt. Hat das euch nichts anderes erzählen. Wir haben immer recht. Richtig. Deswegen habe ich gelacht. Ja. Und schon wird man zum aggressiven Arsch. Also Fichti. Habt ihr den Todesunfall in deiner Stimme gemerkt? Darüber habe ich heute gesprochen. Man nennt es das Bomberman-Syndrom. Das Goldbomber-Syndrom, um genau zu sein. Erforscht von Steven Goldbomber. Gott, ich liebe diese Musik. Die wird nie langweilig. Wann ist denn der blaue Sturm? Den hab ich gesprengt am Anfang, wo du mit Thomas beschäftigt warst. Okay. Wenn du dich immer noch wunderst, guckst du ein Video. Kannst du keine Bombe? Ich kann keine Bombe legen! Das wäre sehr gut. Ja. Oh. Nein! Double kill! Ein unverwechselbarer Adrenalinrausch überkommt jeden Spieler. Die Gesichtsausdrücke von denen. Ich spiele das immer noch? Beste. In 2013? Weil es gibt Bomberman 5. Wie spielt man 2? Das ist scheiße. Ja, alle anderen Teile waren davon irgendwie kacke. Eins war noch nicht ausgereift genug und die anderen nicht. Wow! Ey, Leute. Deswegen hat Faustmann immer Glück, wenn ich... Ja, ich bin froh, dass Fichte mal in einer anderen Ecke ist. Ich sehe gerade ziemlich schwarz durch diese Runde. Ah. Bis jetzt hat noch keiner gewonnen. Also. Ja, stimmt. Das ist kein echtes Item, ich wollte dich davor.
ich wollte Beine nach oben. Das war, sweet. Ich wusste nicht, dass man Konterbomben kann. Konterbombe klingt nach einem coolen Trick. Ist das nicht gut? Ich sehe zwei Bomben. Ich realisiere nie mehr zwei Bomben auf dem Feld. Nie. Du legst zwei vor mir und ich hab die andere vergessen. Weißt du, wenn wir den goldenen Typen runter machen wollen, darfst du keine Bomben auf mich werfen. Sorry. Okay. Dann läuft sie in Konterproduktivität. Ich werde deine Konterbombe holen. Der hat sich selbst nicht mehr gekommen. Meine gelbe. Ja. Okay, dann verbinden wir uns jetzt gegen die. Du kannst versuchen. Bis zu dem Moment, in dem einer von uns den anderen töten kann. Ich bin jetzt schon nett und töte Thomas. Nein! Nein! Stirb! Niemals. Item! Item! Achso, du hast das Item. Ich wundere, warum er jetzt losschreit. Wow. Ich hab mich selbst im Blut. Jetzt finde ich doch gut, dass ich den Popfilter aus Mikro gemacht habe. Aha. Aber wenn ihr euch verbindet, werde ich auch viel zu euch. Das ist klar. Das bist du doch. Bist du so fies? Okay. Ja! Ich dachte, du bist weiter unten. Der ist nach oben. Ich wollte gewinnen. Ehrlich. Das ist die Zen-Kraft. Gewinnen wolltest du immer. Das wissen wir. Nee, das will ich nicht. Ich will das Spiel. Ich bin nur hier fürs Spiel. Freundschaft ist wichtig. Das ist der Sieg. Geht's dir nicht gut? Ich nur gewinnen wollen. Wie will man die Items haben? Das geht ja nicht ums Spiel. Ja, man gewinnt nur aus Versehen, weil die anderen Leute in seinem Weg zwischen den Items stehen. Ist halt so. Wie klappt das mit den Konterbomben würfen? Ich hab nur eine nach oben gehalten und du bist dann der Kasse. Fuck! Jetzt hab ich mich schon wieder am Wort. Ja. Würde ich also unterstützen. Wow! Mit was? Oh, hier lang. Ich hätte noch einen Kicker übrig. Viel gut. Das war halt mein Problem zu Anfang. Ich habe versucht, Thomas zu töten und nicht geschafft. Yes! Ja, wir haben uns so lange gegenseitig bekämpft, bis es klar war, dass wir beide sterben werden. Und rechnen nur noch, dass Thomas gewinnt. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, lass es bleiben. Tu einfach nichts. Ja! Wir waren nicht schlechter, Mann. Ah, sometimes I even amaze myself. Ich will. Kannst du es nicht in deiner Duke Nukem Stimme sagen? Ich kann es versuchen, aber ich meine, was kurz an mir das Shirt. Also, es geht um Shirt und Sonnenbrillen. Richtig. Mal, ja, wir kämpfen lieber mal gegen den. Könntest du erstmal gegen Intel kämpfen, weil der gewinnt sonst? Mit nächster Goldbomber? Oh, der hat schon zwei! Okay, das ist was. Also, aber ich nicht, ich höre ihn. Na, oben steht's nochmal! Hi! Die ganze Zeit lügt. So ein Herzchen drum machen müssen. Wie wird da gerade stand und uns die Küste? Ja. Wieso küssen dich alle in unserem Spiel? Noch rum. Zwar sind wir warm und brüderlich, doch warm und Brüder sind wir nicht. Bitte fass mal ganz viele Items von mir. Oh. Für dich. Geh erst zum Kill und dann ja. Was? Wow! Ja. Oh, ich wusste nicht, wie groß die Sprengkraft von dem Ding ist. Ich dachte, ich bin sicher da. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Okay, du weißt noch, dass niemand da ist. Hä? Tatsache. Weil du rennst schon wieder rum und sammelst alte Männer jetzt gewonnen. Komm, Blauer! Komm, Thomas, töte dich selbst. Du bist Bob! Bin mit dir. Konzentration. Der ist der Beste. Das ist einfach der Beste. Welche Stufe haben wir denn nochmal eingestellt? Höchste? Die höchste. Wir sind immer im Pros. So, ich hab erwartet, dass der höchste uns fertig macht. Nee, hat sich gleich erledigt. Dumm ist er nicht, aber ist er so. Da stehen. Der realisiert das mit dem Dings nicht. Ach stimmt, das hat man schon mal, dass der Computer nicht ganz realisiert, dass die Wände enger werden. Und wie so irre rumgehört, während Thomas sich auslehnt. Gib mir nur die Items. Oh, ey. Wenn er so weitermacht, kommt gleich der Final Counter. Fuck! Yes! Fuck! Cool! Ein bisschen Feuer hat dein Fuß gestreichelt und dann warst du raus. Hier kannst du haben. Bitte. Ich habe manchmal das Gefühl, ich kann kicken oder werfen, ohne dass es kann. Wow! Ja. Ja, besser, dass der weg ist. Ich brauch den nächsten Punkt. Ich hoffe, da sind wir uns einig.
Dich? Wie macht der Blaue Angst? Ihr habt nicht viel erwartet im Plan. Ich glaube, oh, der hat ja genau rausgeplant. Ey, Bob. Wirst oh Gott! Irgendwann. Da war ich mutig jetzt! Ey, Nabo, wussten. Ich hab kurz überlegt, was du meintest. Ich kann keinen Bomben. Schrei nicht rum wie so ein Mädchen. Du nehm ich eben zu. Ja, noch, sag einfach, dass wir noch Mädchen im Raum haben, die gerade hier schreien, schrien, aber wir spielen dann halt. Jetzt kommen noch keine ab. Als ob wir Spinnen an der Decke hätten. Eigentlich ist das Schenkelklopfer. Wie vorausgesagt. Bitte schön, jetzt kannst du mich ja zweimal gewinnen lassen, ja? Du wirst mit Nein. Ich lass nicht zweimal gewinnen. Kranker holländischer Bastard. Was? Holländisch? Holländisch. Warum haben wir Holländer? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Du denkst schon. Ach, du hast Fichte selbst gemeint. Ich dachte, du bist einfach besser Holland. ich brauch nicht meine Dritte. Der kommt nicht mehr wirklich, der kommt nicht mehr wirklich aus Deutschland. Was? Das ist irgendwo zwischen Japan und Deutschland. Oder Schweiz. Tschüss. Ja, da muss Gamecom-Anspielung. Ich kann nicht dafür, sind so gut. Ja. Jetzt töte den nochmal, Faustschlein. Ich bin zu doof so, dafür. Skillshot. Oh, was? Warte. Skillshot. Meine sind was besser. Ja, oh. Bitteschön, Faustmann. Obwohl dieses Prinzip des Spiels derfach einfach ist, gibt es dermaßen krasse wissenschaftliche Berechnungen, diese Nummer anzustellen. Was? Ich schmeiß einfach, wie ich Bock hab. Würdest du ihn jetzt eigentlich töten? Nicht so wie Thomas, du weißt, dass da noch einer ist und dann hat da Thomas gesagt, ich bin zu gut und hat verloren? Ich wollte ihn vaporisieren. Ich kann nicht wissen, dass seine pummelerische Stärke ist. Ist es denn die Möglichkeit, ihm stirbt? Bleib stehen. Ich bin verflucht. Okay. Bombenblank! Haha, wer ist jetzt am Gewinnen? Tötet den Goldbomben. Ja, das ist das Unfairste. Goldbomben ist eigentlich so unfair, aber der macht. Dem musst du lieben, ich hätte keine Chance. Der macht das Spiel flexibler. So, von wegen, dann verbünden sich endlich mal Leute mit mir. Kein Item mehr. Der Blaue kann sich seit Ewigkeiten nicht entscheiden, in welche Richtung wir kommen. Guckst du mal? Guck da, du machst so Wäsche. Wollte er mir eine Falle stellen und ich hab denselben Trick benutzt und der hat gegen versagt. Und der sprengt die selben Sie. Woll! Ja. Yes! Jetzt spielen wir durch drei dumme Zufälle! Du kannst die Mission. Yes! Ne, das war's für die Part. Let's fans. Doch, heißt das ist der Gewinner von allem. Yeah! Guck mal, wie viele weiße Typen im Hintergrund sind. Ja, das ist quasi. Verdammte Rassisten! Was der Glückwunschschlag? Dingsbums. Die Typen mit den komischen Kapuzen. Der Kuckuck, klar? Genau der. Kuckuck! Die Geister spielen. Und? Nur ein Trick. Ich hätte noch den Schlichter. Ich hätte gedacht, du kriegst den Holzschuh, ja. Okay, Leute, das war's für Bomberman. Das für den ersten Teil. So, willst du vorerst. Natürlich. Gleich im Anschluss. Tschüss.